Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Heute machen wir das Cake Smash Fotoshooting. Das ist für alle, die es nicht wissen, ein Fotoshooting, wo die Kinder zum ersten Geburtstag meistens eine Torte vorgesetzt bekommen und machen dürfen, was sie wollen. Und dabei macht man eben Fotos. So, das Ganze mache ich selber. Also ich habe mir da jetzt keinen Fotografen oder so rausgesucht. Es gibt ganz viele Fotografen, die das auch machen. Aber ich dachte mir, ich mache das einfach selber. Hab hier eine Kamera, hab die Hintergründe, hab die Technik dazu und deswegen dachte ich, mache ich das einfach selber. Genau, hier hinter mir seht ihr schon ganz viele Luftballons auf dem Bett. Wir haben nämlich schon fleißig aufgeblasen. Morgen ist nämlich der Tag der Tage, Elias Geburtstagsfeier. Und heute machen wir eben, wie gesagt, das Cake Smash. Ich habe jetzt gestern schon einen Kuchen gebacken mit richtig viel Sahne, ohne Zucker allerdings, damit es nicht so eine große Zuckerbombe wird für sie. Genau. Ich bin mal echt gespannt, wie sie darauf reagiert, weil eigentlich hasst sie so Kuchen und all so ein Zeug. Kann sein, dass sie den gar nicht anrührt. Dann mache ich einfach so Fotos ohne Kuchen. Genau, ich habe jetzt hier gerade ihr Kleidchen rausgesucht. Sie bekommt nämlich dieses süße Kleidchen hier an. Das habe ich bei H&M jetzt noch neu gekauft, weil ich kein passendes hatte. Genau, so sieht das aus. Ein bisschen mit Tüll und so. Ja, ganz süß. Ich hoffe, das passt überhaupt noch. Ist nämlich in Größe 74. Ja, aber H&M hat einfach nichts anderes. Und das passt hier mit dem Glitzer total gut, denn ich zeige euch jetzt mal die Kulisse. Ja, das Ganze findet hier bei uns im Flur statt, denn hier haben wir einfach so schönes Licht durch das große Fenster und ja, deswegen eignet sich das hier einfach perfekt. Und ich habe jetzt hier schon ein bisschen aufgebaut. Ich habe extra hier so einen neuen Hintergrund gekauft und da habe ich jetzt hier noch so eine Girlande aufgehängt, die wir sowieso benutzen wollen oder die ich extra für den Geburtstag gekauft habe. Dann habe ich hier eine kleine Eins hängen und hier sind noch ein paar Luftballons. Einige mit Konfetti und ein paar ohne. Die habe ich jetzt hier noch hingestellt. Die sind da unten so an ihrem Spielzeug fest. Genau, und das ist jetzt sozusagen die Kulisse. Ich habe auch gerade schon Probefotos gemacht, also vom Licht und so. Passt alles perfekt. Oh nein, oh nein, oh nein. Die Eins muss ich ihm gleich nochmal rankleben. Die hat Lia jetzt leider zerstört. Ja, aber sonst passt das vom Licht und so alles wirklich sehr, sehr gut. Ich ziehe Lia jetzt schnell ihr Kleid an und dann geht es auch schon los. Tada, die Eins ist wieder dran. Lia ist umgezogen, Lia ist super süß. Komm her, mein Schatz, zeig dich mal. Zeig dich mal. Oh, ich finde diese Kulisse so schön. Ich werde mich jetzt gleich hier hinten hinbegeben. Hier liegt schon meine Kamera. Ich kann euch ja mal die Probefotos zeigen. Hier ist die kleine Maus. Sie hat dieses Kleidchen an und hat sogar ein Haarband auf. Kann ich euch leider nicht zeigen. So, ich glaube leider nicht, dass ihr das ordentlich sehen könnt, aber ich habe auf jeden Fall ein paar richtig schöne Probefotos gemacht. Sieht richtig schick aus. Licht und so ist alles perfekt. Und wir starten jetzt. Ich hole schon die Torte und dann geht's los hier. So, Torte wartet, nicht schön, aber selten. Und ich habe jetzt hier gerade nochmal so eine Decke hingelegt und ein Kissen, und so eine Kiste. Und werde jetzt einfach nochmal ein paar Fotos machen, bevor die Kleine sich einsaut. Einfach so zum ersten Geburtstag. Lia hat hier schon wieder die Luftballons weggetragen. Ja, also ich werde jetzt erstmal, wie gesagt, einmal so ein paar Fotos machen und dann kommt der Kuchen dazu. So, meine Lieben, wie zu erwarten, hat Lia Angst vor der Torte gehabt und sie hat die Torte somit nicht angefasst. Ja, war dann also kein Cake Smash, sondern einfach normales Fotoshooting. Ja, ist auch in Ordnung, die Bilder sind richtig schön geworden. Bin total froh, dass wir die Zeit nochmal festgehalten haben. Ich mache jetzt gerade Essen. Felix ist nämlich schon von der Arbeit gekommen und ich habe vorhin noch geduscht, deswegen habe ich hier so eine Hausfrauenfrise. Und wir wollten gleich noch schnell die Torte abholen zu Lias Geburtstag. Ich weiß nicht, einige wissen es vielleicht, dass wir die Tauftorte bereits anfertigen lassen haben. Die habe ich leider nicht selber gemacht, weil ich das könnte, oh mein Gott. Und genau, wir haben also auch wieder eine Geburtstagstorte anfertigen lassen. Wir haben der netten Dame gesagt, dass wir gern irgendwas im Thema Schildkröte hätten. Und sie hat uns eine Torte und Muffins gemacht. Und ich bin super gespannt, wie es aussieht. Ich habe noch kein Foto gesehen. Ich weiß nicht, wie sie schmeckt. Das wäre auch komisch. Ich weiß aber auch nicht, wie sie aussieht. Also ich bin mega gespannt. Und ich mache gerade, wie gesagt, Essen. Ich habe gerade schon die Küche aufgeräumt. Ihr seht,
Küche ist soweit wieder fresh. Hier die andere Seite auch. Ich saß gerade auf dem Boden, auf allen Vieren, habe den Boden mit dem Schwamm geschrubbt, weil ich ja so ein paar Sachen einfach, das ging einfach nicht mehr weg, deswegen habe ich mal richtig schön geschrubbt. Und jetzt, wie gesagt, koche ich gerade. Es gibt hier heute einen Topf. Genau, so ein Hähnchen-Eintopf ist das. Riecht schon mal mega lecker. Nur leider wollen irgendwie die Kartoffeln nicht da werden. Na, schauen wir mal. Ja, wir müssen nämlich auch gleich los, die Torte abholen. Und noch allgemein so einkaufen, weil wir halt, ich mache morgen halt auch ein paar Snacks, zum Beispiel Pizzaschnecken und kleine Mini-Hamburger und Mini-Hotdogs und ein paar süße Sachen noch. Und genau, das wollen wir gleich alles noch einkaufen. Ich hoffe, wir kriegen überhaupt noch was, weil alle ja total ausrasten wegen dem Coronavirus und alles leer kaufen. Naja, ich hoffe, dass es bei uns hier nicht so schlimm ist und wir auf jeden Fall noch was abbekommen, sonst haben wir echt ein Problem. Also werden wir jetzt hier gleich schnell essen und dann werden wir die Torte schon abholen.